In diesem Video möchte ich Ihnen das neue iPhone 10 vorstellen. Es schreibt sich iPhone X, aber es ist natürlich das iPhone 10 zu 10 Jahren Erfolgsgeschichte iPhone von Apple. Das Gerät wurde im Oktober 2017 zusammen mit dem iPhone 8 vorgestellt und ist nun seit November auch erhältlich, natürlich auch mit Telekom Magenta Mobilvertrag. Die langen Schlangen gestern an den Apple Stores haben gezeigt, dass viele auf das neue Gerät gewartet haben, nachdem das iPhone 8 ja nicht so stark nachgefragt war. Ja, für viele am wichtigsten, wie groß ist eigentlich das neue 5,8 Zoll Display hier beim iPhone 10? Ich habe hier einfach mal zum Vergleich ein iPhone 7, das hat ja 4,7 Zoll. Dann haben wir hier das iPhone 7 Plus mit 5,5 Zoll. Und obwohl hier das iPhone 10 deutlich kleiner ist, sieht man, dass diese 5,8 Zoll einfach durch dieses fast rahmenlose OLED-Display einfach den Bildschirm komplett ausfüllen und damit eigentlich kaum ein Unterschied zum viel größeren iPhone 7 Plus zu sehen ist. Als ständiger Begleiter ist das Smartphone ja auch für Fotos nicht mehr wegzudenken. Hier beim iPhone 7 haben wir ja eine 12 Megapixel Einzelkamera. Beim iPhone 7 Plus ist es ja bereits eine Dual-Kamera mit Tele- und Weitwinkelobjektiv, ebenfalls 12 Megapixel. Und hier beim iPhone 10 ist es eine verbesserte 12 Megapixel Kamera mit noch mehr Farbtreue, HDR und anderen Funktionen. Die Ausrichtung wurde verändert, nicht mehr waagerecht, sondern jetzt vertikal. Und der Blitz ist jetzt zwischen den beiden Linsen, dass diese beiden Linsen etwas weiter auseinander sind. Eine Frontkamera haben ebenfalls alle drei Geräte mit jeweils 7 Megapixel. Beim iPhone 10 ist jetzt hier oben eine verbesserte Frontkamera mit True Depth, also für die Gesichtserkennung oder Face ID. Denn wie auffällt, gibt es ja diesen Home-Button mit Fingerabdrucksensor nicht mehr beim iPhone 10 durch dieses riesige Display. Die Entsperrung erfolgt nämlich künftig über die Kamera über einen Gesichtsscan, also genannt Face ID. Zum Lieferumfang gehört das iPhone 10 selbst, dann hier ein USB-Lade- und Datenkabel, kann Sie also am PC dann Daten mit iTunes synchronisieren oder das Ganze auch hier mit dem USB-Netzteil verwenden zum Aufladen des iPhones. Ein Kopfhörer ist mit dabei mit Lightning-Adapter, eine Klinkenbuchse ist ja nicht mehr vorhanden. Wer also einen herkömmlichen Kopfhörer anschließen möchte, kann diesen Adapter hier verwenden, der an der Rückseite dieses Kopfhörers sich versteckt. Eine Anleitung liegt ebenfalls bei. Und in dieser ist auch das Öffnungswerkzeug versteckt, was Sie brauchen, um die SIM-Karte einzulegen. Natürlich gibt es auch zahlreiches Zubehör für das iPhone 10, zum Beispiel solche Schutzhüllen hier, in dem Fall eine Silikonschutzhülle, gibt auch welche aus Leder. Neu ist die Wireless Charging Base, da gibt es zwei Modelle, die auch die Schnellladefunktion mit dem iPhone 10 unterstützen. Sie legen das Gerät dann einfach hier auf, sofern es natürlich hier mit dem Strom verbunden ist, dann wird das iPhone geladen, auch ohne dass Sie den Lightning-Adapter anschließen. Das iPhone 10 verwendet den bekannten QI-Standard, ist daher also auch mit anderen QI-fähigen Induktionsladegeräten kompatibel. Selbst in IKEA-Möbeln gibt es ja teilweise schon solche Ladegeräte integriert. Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. Sie nutzen hier dieses Öffnungswerkzeug. Mit dieser kleinen Spitze gehen Sie an der rechten Seite in dieses kleine Loch rein, drücken damit etwas Kraft rein. Dann geht hier eine Schublade auf, die sich herausnehmen lässt. Die SIM-Karte. Sie brauchen hier die Nano-SIM. Ich habe jetzt hier meine vom alten iPhone schon entnommen. Ansonsten, wenn Sie einen Telekom-Vertrag bestellen, kriegen Sie natürlich eine neue Triple-SIM, wo dann sich diese Nano-SIM herausbrechen lässt. Die SIM-Karte schiebe ich dann einfach hier ein und schon ist das Ganze fertig. So, standardmäßig ist das iPhone 10 ja bereits eingeschaltet und auf ein mit dem Finger drauf tippen reagiert es bereits. Und hier steht zum Öffnen nach oben streichen. Das mache ich jetzt einmal, um das Gerät zu starten. Ich kann einen Notruf machen oder halt das ganze Gerät jetzt einrichten. Als erstes muss ich jetzt meine SIM-Karten-PIN eingeben. Jetzt kann ich hier die Sprache auswählen. Dann die Region, Deutschland ist auch schon vorbelegt. Und dann gibt es mehrere Funktionen, die Schnellstart oder auch das manuell konfigurieren. Und beim manuell konfigurieren muss ich natürlich erstmal eine WLAN-Verbindung herstellen und habe dann die Möglichkeit, entweder ein altes Backup wiederherzustellen oder das iPhone 10 als komplett neues Smartphone einzurichten. Nachdem ich nun den WLAN-Schlüssel bei mir eingegeben habe, wird das iPhone 10 nun aktiviert. An der Stelle, wo vorher der Fingerabdruck gescannt und eingerichtet wurde, gibt es nun den Punkt Face ID. Das heißt, ich muss hier mein Gesicht gleich scannen und das Ganze geht hier einmal los. Richte dein Gesicht aus. Ich soll jetzt mein Profil zeigen, damit er quasi aus allen Richtungen
mein Gesicht gescannt hat. Erster Scan für Face ID ist jetzt abgeschlossen und das Ganze geht jetzt nochmal von vorne los. Zweiter Scan ebenfalls abgeschlossen. Face ID ist jetzt fertig konfiguriert. Das heißt, mit meinem Gesicht kann ich künftig mein Smartphone entsperren. Wie bisher auch muss ich noch zusätzlich einen mehrstelligen Code einrichten. Dieser dient zur regelmäßigen Überprüfung der Face ID. Hier habe ich, wie bereits erwähnt, vorhin die Möglichkeit als neues iPhone konfigurieren. Ich kann Daten aus Android übernehmen, ein iTunes Backup einspielen oder in meinem Fall nutze ich die Funktion der iCloud, kann mich mit meinem iCloud-Account anmelden und dann die Daten des alten iPhone 7 Plus bei mir wiederherstellen. So, wenn ich jetzt das iPhone entsperren will, mal um das zu zeigen, hier oben ist ja dieses Schlosssymbol. Er sagt auch hier, Face ID wird benötigt, das heißt, ich drehe es in meine Richtung und schon ist das Gerät entsperrt. Das Ganze funktioniert auch mit Sonnenbrille oder auch mit Mixer oder sonstigen Gegenständen, um das hier nochmal zu zeigen. Halte es vor mich und schon ist das Gerät entsperrt. Das neue iPhone 10, auch iPhone X geschrieben für die römische Zahl 10, ist jetzt auch bei Telekom erhältlich. Mit Magenta Mobilvertrag erhalten Sie das iPhone 10 zum subventionierten Preis. Schauen Sie einfach mal unsere Webseite vorbei oder für einen Telekom-Neuvertrag können Sie gerne auch unsere Hotline anrufen und dort telefonisch bestellen.